Hallo meine Krypto-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt bullische News von X, ehemals Twitter. Was das genau ist, schauen wir uns genau an in dem Video und was die nächsten Tage darauf als Konsequenz im Kryptosektor passieren könnte. Wir schauen uns als zweiten Punkt die Altcoins an, da habe ich brandaktuelle Charts zu. Und als letztes habe ich noch frische Inflationszahlen aus den USA und da gehen wir vor allem auf das Thema ein, was das Ganze für die Geldpolitik bedeutet und wie die Auswirkungen auf die Kryptomärkte sind. Let's jump right into it. Okay, schauen wir erstmal kurz auf die News bei Twitter und wenn wir da reinschauen, und zwar habe ich gestern hier einen Post geteilt und zwar gab es hier eine Account-Erstellung von X zu X Payments. Ganz interessant, was könnte das wohl sein? Elon Musk hat ja immer gesagt, X wird die Everything-App, also die App, die quasi alles kann, die für alles nutzbar ist. Ja? Und vor allem auch, es war klar, er hat ganz oben auf der Liste, dass eben auch Zahlungen über X abgewickelt werden können. Ja? Und er hat auch gesagt, dass X irgendwann die größte Bank der Welt wird, ja? Der größte Finanzdienstleister der Welt. Und jetzt seht ihr hier, ich habe einen Screenshot gemacht und das war vor 12 Stunden. Und da hatte dieser Account noch 8000 Follower. Jetzt schauen wir mal, wie die Zahl jetzt ist. Jetzt sind wir bei knapp 70.000 Followern. Und den Kanal gibt es gerade erst seit einem Tag. Ja? Beziehungsweise den Account. Ja? Und dementsprechend scheint es hier krasse Entwicklungen zu geben. Im Hintergrund wird auf Twitter auch schon gemunkelt, dass hier auch eine Übernahme von PayPal durch Musk ansteht. Ja, das müssen wir noch abwarten. Der CEO von PayPal hat angekündigt, dass es am 25. Januar, also nächsten Donnerstag, eine Präsentation von PayPal geben wird, die Welt schocken wird. Ja, also können wir gespannt sein. Noch ist es nicht in Stein gemeißelt, aber sehr, sehr interessante Entwicklungen hier. Ne? Und wenn wir uns gerade mal anschauen, wie der Kryptomarkt darauf reagiert, dann können wir ja hier mal reingehen. Der Bitcoin hat hier bisher noch nicht wirklich stark reagiert. Aber ganz interessant, Elon Musk ist ja ein Fan von Dogecoin und Doge ist hier entsprechend die letzten 24 Stunden ordentlich nach oben gegangen. Ja, dementsprechend können wir jetzt mal abwarten, ja, ob das wirklich dazu kommt. Ja, und das wäre natürlich der Wahnsinn. Und das wären extrem bullische News, ja, die meiner Meinung nach, wenn das wirklich jetzt so kommt, und man kann dann auch von ausgehen, dass dann Kryptozahlungen über X abgewickelt werden können, weil Musk ist ja grundsätzlich auch pro Krypto eingestellt, hält ja selber mit seinen Firmen Tesla und SpaceX Bitcoin. Also von daher könnte das extrem die Marktphase jetzt in die bullische Richtung entwickeln. Ja? Aber das Ganze gilt es abzuwarten. Wir warten jetzt die nächste Woche ab und dann werden wir sehen, ob es da weitere News für gibt. Ich werde auf jeden Fall für euch da am Ball bleiben. Okay, so viel dazu. Schauen wir weiter. Und zwar habe ich hier eine Grafik mitgebracht zu den Kapitalflüssen, was den Bitcoin-ETF angeht. Ja? Und hier ist jetzt mal Grayscale rausgenommen, ja? Dass man rein nur die anderen neun sieht, ja? Und mit ihren Zukäufen. Und hier sehen wir in grün BlackRock mit den Zukäufen über quasi die letzte Woche oder die letzten neun Tage, wenn man es so will. Und wir sehen in lila hier noch Fidelity. Also BlackRock und Fidelity machen hier den Löwenanteil aus. Und deswegen darf man sich von den Grayscale-Verkäufen nicht blenden lassen. Ja? Die Grayscale-Verkäufe verschleiern aktuell im Prinzip, was hier eigentlich abgeht. Ja? Denn durch die Grayscale-Verkäufe
wird hier natürlich von den Zukäufen viel ausgeglichen. Und irgendwann wird es aber so sein, dass die Grayscale-Verkäufe immer weniger und weniger werden und irgendwann komplett aufhören. Ja? Und dann kann man sich ja nur vorstellen, in welche Richtung der Bitcoin geht, wenn hier dieses Volumen sich weiter so entwickelt von den Zukäufen der anderen neuen Institutionen. Also, dementsprechend nochmal sehr gute News. Dann habe ich euch den nächsten Chart mitgebracht, und zwar, wie sieht es mit dem Altcoin-Sektor aus? Weil das ist ja auch noch ein Punkt. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass Ethereum quasi Bitcoin in der Dominanz ein paar Prozentpunkte abgegraben hat. Ja, sozusagen, dass es geswitcht ist, dass Ethereum in den letzten Tagen und Wochen entsprechend stärker performt hat als der Bitcoin. Was wir hier sehen, ist nochmal ein bisschen längerfristiger Chart, und wir sehen hier den letzten Bullrun und wir sehen hier eine wichtige Resistance bzw. inzwischen Unterstützungszone, die hier der Bitcoin unterbrochen hat, ja, bei ca. 30.000 US-Dollar. Und wir sehen, dass der Bitcoin hier schon lange durch ist, und das ist definitiv damit die Confirmation, dass hier wir mitten im Bullrun schon sind. Ja? Und wir sehen jetzt, dass diese kritische Unterstützungszone, also die war hier Unterstützung im letzten Bullrun, ja, war am Anfang natürlich Resistance, dann wurde die durchbrochen, dann kam es zur Unterstützung und entsprechend drüber. Und im Bärenmarkt sind wir wieder drunter gekommen und die Altcoins sind da inzwischen auch durchgebrochen. Ja, dementsprechend sind wir auch schon in der Altcoin-Season und am Beginn des Altcoin-Bullruns. Wenn wir hier weiterschauen, dann habe ich noch eine weitere Übersicht. Und zwar sehen wir hier das Bullish Cross vom relative Stärke-Index. Und immer wenn der hier ein bullisches Crossover hinlegt, dann sehen wir beispielsweise im letzten Bullrun, dass hier die Altcoin-Rally ordentlich durch die Decke gegangen ist. Also dieses Cross bestätigt die Altcoin-Rally. Und was sehen wir jetzt? Hier ist es jetzt zu diesem bullischen Crossover im TSI, also im relativen Stärkeindex, gekommen. Und es könnte jetzt natürlich auch wieder auf die bevorstehende Altcoin-Rally hinweisen. Und das sind gute News. Und dementsprechend können wir auch mal sehen, wenn jetzt beispielsweise in den nächsten Tagen auch das Mysterium oder das Gerücht um X da aufgelöst wird, wobei es aus meiner Sicht noch nicht mal mehr ein Gerücht ist, weil X hat ja hier entsprechend den Account schon eingerichtet und die Aussagen von Musk in der Vergangenheit waren ja auch relativ klar, dann ist auch relativ klar, dass der Bitcoin, dass das ordentlich bullisch für den Bitcoin und natürlich auch für die Altcoins ist. Ja? Klar ist natürlich auch, wenn der Bitcoin dann beispielsweise extrem ansteigen sollte, dass die Altcoins erstmal noch gar nicht so viel Movement zeigen, sondern erst wenn der Bitcoin wieder in eine Ruhephase kommt, dann ziehen die Altcoins wieder nach. Ja? Dann schauen wir uns als nächstes die Inflationsrate in den USA an. Und hier auf Trueflation sieht man eben, dass die Inflation in den USA schon unter 2% ist. Ja, und das ist natürlich auch ein sehr, sehr bullisches Zeichen, weil dadurch kann die US-Notenbank quasi in Anführungszeichen erstmal bedenkenlos den Money Printer wieder anmachen. Also sie kann rechtfertigen, warum es sich lohnt, jetzt die Wirtschaft zu unterstützen mit entsprechenden Programmen, und die Inflation ist ja in der Zielzone, also haben wir ja alles erreicht und jetzt können wir ja sozusagen die Wirtschaft wieder unterstützen und den Bankensektor unterstützen. Ja? Ich bin ja in meinem vorigen Video auch schon drauf eingegangen, dass quasi das Discount-Window für die Banken hier erzwungen wird, dass sie davon Gebrauch machen, was nichts anderes als ein weiteres QE oder die nächste Stufe von Quantitative Easing, also die Expansion der Geldmenge wieder ist. Ja? Und hier aus meiner Sicht ein gutes Zeichen, wenn die Inflation so weit runterkommt. Das macht es der Notenbank natürlich einfacher, den Money Printer wieder nach oben zu fahren, ja? Weil man eben der Bevölkerung sagen kann, ist doch alles gut, Inflation ist doch gelöst,
Also alles gut, wir können hier stimulieren, das ist überhaupt kein Thema. Dass dann natürlich in der Konsequenz irgendwann die nächste Inflationswelle wieder kommt, das sei mal dahingestellt. Ja? Aus meiner Sicht, worauf gilt es jetzt nächste Woche zu achten? Und da komme ich nochmal zurück, einfach auf das, was bei X passiert. Ja? Kommt es zur Übernahme von PayPal oder macht es X mit den Payments ganz ohne PayPal, hat da vielleicht andere Lösungen und da können wir gespannt sein. Und aus meiner Sicht, sollte das wirklich so kommen und verkündet werden, dann meiner Meinung nach ist das sehr, sehr bullisch für den Bitcoin, aber auch viele der Altcoins. Warum? Weil Musk wird ja hier natürlich auch Krypto integrieren, weil Krypto macht es entsprechend einfacher und Musk ist ja auch grundsätzlich, was die Zahlungen angeht und das Finanzsystem angeht, für möglichst, ich sag mal, dezentrale Lösungen. Ja? So viel dazu. Generell sind wir in einer guten Phase. Woran kannst du das erkennen? Beispielsweise, wenn du den Bärenmarkt, den letzten Bärenmarkt erlebt hast, dann waren während dieser Zeit, nehmen wir mal ein Jahr, sagen wir von November 2021 bis November 2022, im Prinzip alle News nur negativ in Bezug auf den Kryptosektor. Ja? Es kamen nur negative News. Komischerweise, wenn du jetzt die letzten Monate betrachtest, kommen nur bullische News. Ja? Wir sehen die Sache mit dem Bitcoin-ETF, dann sehen wir die Sache, dass der Ethereum-ETF kommen soll, dann natürlich das Bitcoin-Halving, ja, was jetzt im April stattfindet, wo die Menge der neu produzierten Bitcoin halbiert wird, ja, was natürlich auch wieder eine Angebotsknappheit ist. Was sehen wir noch? Wir sehen jetzt die Entwicklung von Musk und entsprechend X hier, dass X wirklich der größte Zahlungsdienstleister in der Welt werden könnte. Ja, das müssen wir abwarten. Wir stehen wohl kurz vor dieser, Verkündung. Und was sehen wir noch? Wir sehen, dass die Notenbanken wieder zu einer lockeren Geldpolitik gehen. Ja? Die Banken werden entsprechend unterstützt in den USA. Ob die Zinssenkungen jetzt im März kommen oder vielleicht erst im zweiten, dritten Quartal, sei mal dahingestellt, weil alleine, dass der Money Printer wieder angeworfen werden kann und die Notenbank das auch macht, indem sie die US-Banken, den Bankensektor unterstützt, zeigt schon, in welche Richtung das hier geht. Ja? Und die Inflation zeigt natürlich auch an, dass es hier entsprechend der Zielkorridor so langsam erreicht ist. Und dementsprechend sieht man schon auch, welche Art von News aktuell kommen. Ja? Nämlich sehr, sehr bullische, sehr, sehr positive News. Und ich meine, das ist ja auch irgendwo klar, es stehen die größten Vermögensverwalter der Welt hinter dem Bitcoin-ETF. Und die wollen natürlich, wenn ein neues Produkt gelauncht wird, dass das möglichst erfolgreich wird. Ja? Und was gibt es da für eine bessere Zeit als jetzt, entsprechend mit dem ETF zu launchen und dann mit all den positiven News noch mehr Geld zu machen? Das ist das, was die Institutionen wollen. Und ich hoffe, das ist auch das, was du willst. Deswegen nutze die Chancen aus meiner Sicht. Beschäftige dich gerade jetzt in den Tagen sehr intensiv mit dem Kryptosektor, mit den Altcoins, aber auch mit Bitcoin und nutze die Chancen, weil meiner Meinung nach wird das nochmal so kommen. Ja, es gibt vielleicht noch einen weiteren Bullrun in der Zukunft, vielleicht noch einen zweiten, aber wie lange solche Möglichkeiten, solche Chancen noch gehen oder ist halt schwierig zu sagen und jede Generation hat seine Chancen, du hast sie auch, nutze sie. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse gerne ein Abo, damit du in Zukunft kein weiteres Video verpasst. Ich werde auch in Zukunft brandaktuelle Charts zum Kryptosektor hier teilen und aufbereiten. Und wenn dir das Video außerdem geholfen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like und schreib mir gerne in die Kommentare, hast du vielleicht weitere News zum Thema X? Das würde mich interessieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis denne, ciao, ciao.